Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat Februar 2019. Bevor ich euch jetzt gleich meine ganzen gelesenen Bücher vorstelle, möchte ich kurz etwas loswerden. Und zwar haben mich nach meinem Unhaul-Video, wo ich euch ja meine ganzen aussortierten Bücher vorgestellt habe, einige Nachrichten erreicht, dass Zuschauer Interesse hätten an 1, 2, 3 oder mehreren Büchern. Und daraus sind wirklich sehr, sehr schöne Kontakte entstanden. Und ich will mich einfach dafür bedanken, dass das alles so freundlich, entspannt und höflich abgelaufen ist. Man mag vielleicht meinen, dass es doch eigentlich selbstverständlich ist, dass man höflich miteinander umgeht, aber das ist heutzutage im Internet leider nicht mehr so unbedingt der Fall. Ich hatte aber ausschließlich wirklich ganz, ganz tollen Kontakt und dafür möchte ich einmal Danke sagen und ich glaube auch, dass beide Parteien wirklich glücklich sind. Ich habe mehr Platz in meinem Regal, habe das Gefühl, dass meine Bücher ein neues, schönes Zuhause haben, wo sie auch wirklich gewürdigt werden. Und so ein paar 1, 2 Taler für einen Studenten sind natürlich immer zu gebrauchen. Und ich glaube auch, dass die andere Seite glücklich ist mit den Büchern. Mir wurde auch von den meisten schon bestätigt, dass die Bücher gut und heile in einem schönen Zustand angekommen sind. Und ja, das freut mich. Ja, das wollte ich einmal loswerden, weil mich das einfach sehr, sehr positiv und angenehm nicht überrascht hat, sondern einfach mir Freude bereitet hat, mich mit euch ja, auszutauschen. Und auch wenn das viel Organisationstalent gefordert hat, diese ganzen Sachen zu verschicken und mit euch in Kontakt zu bleiben und da den Überblick zu behalten, hat es mir dennoch Spaß gemacht. So, jetzt soll es aber losgehen mit meinen gelesenen Büchern. Zunächst aber die Statistik. Also ich habe 11 Geschichten beendet. Das klingt zunächst einmal sehr, sehr viel, aber darunter waren auch 3 Kurzgeschichten und 2 Hörbücher. Demnach habe ich 7 Bücher beendet, 7 haptische Bücher sozusagen. Und ja, dennoch bin ich sehr zufrieden damit, nicht nur mit der Menge, sondern viel wichtiger auch mit der Qualität. Da gab es natürlich auch 1, 2 Flops darunter, aber das werdet ihr dann ja gleich sehen und hören. Ich hatte 3 Neuzugänge und dadurch, dass ich relativ viel gelesen habe, ist auch mein Sub schön runtergegangen. Und zwar auf 22 ist er gesunken und das macht, ich guck mal eben, ja, 4 weniger, was für mich schon ein größerer Schritt ist. Und ich freue mich, dass in den letzten Monaten immer stetig etwas runtergeht, obwohl ich weiß, dass es in den letzten Jahren genauso war, dass am Anfang des Jahres die Motivation noch sehr groß war, den Sub und die Neuzugänge klein zu halten und das dann im Laufe des Monats, im Laufe des Jahres, besonders dann im Ende, so Herbst, dann auch viele, viele Neuzugänge reingetrudelt sind. Dennoch bleiben wir jetzt mal verhalten positiv und fangen an mit dem ersten Buch, was ihr schon im letzten Lesemonat gesehen habt, weil ich es da schon begonnen hatte und jetzt im Februar habe ich es beendet. Und zwar spreche ich von Hexenjahr. Das ist der 2. Band der Im Schatten der Hexenreihe. Das ist eine mystische Harzkrimi-Saga, also ein sehr, sehr interessanter Genre-Mix. Und den ersten Band, den habe ich, glaube ich, 2017 gelesen und das war in meinen Highlights, ist in meinen Highlights gelandet, weil ich einfach diesen Genre-Mix so gelungen fand, eben aus Krimi, aus historischen Romanen, weil wir immer Rückblicke noch haben in alte, frühere Zeiten und dann diesen mystischen, unheimlichen Fantasy-Charakter mit diesen Hexen. Denn ja, in dem ersten Band ging es um ja, seltsame Fälle, wo Kinder verschwunden sind und der Ermittler, der Joachim Breitner, der war damit beauftragt und hat so seine liebe Mühe damit gehabt, das überhaupt aufzuklären und ist dann irgendwann an Gerda Hoffmann geraten. Das ist ja, eine Harzbewohnerin, die in einer Mühle wohnt und über einiges an Wissen, was Tarot, also Tarotkarten legen hat, aber auch so ein bisschen Kräuter heilen und auch über Hexen und deren Sagen und Legenden. Und zuerst will er natürlich das alles gar nicht wahrhaben, aber dann irgendwann freunden die sich doch an und helfen einander und versuchen das ganze Unheil abzuwenden.
Ja, im zweiten Band merkt man dann, dass das Unheil noch nicht ganz abgewendet ist. Und auch hier passieren wieder seltsame Dinge. Es verschwinden wieder Personen, aber diesmal sind es keine Kinder. Und es fällt auch zunächst gar nicht auf, dass überhaupt Personen verschwinden, denn das Ganze ist sehr, sehr perfide. Aber der Leser erfährt das. Denn zunächst einmal darf Joachim Breitner gar nicht mehr öffentlich recherchieren und ermitteln, denn er wurde nach den Ereignissen des ersten Bandes suspendiert und muss das deswegen alles ein bisschen bedeckt halten. Und ja, aber er ist immer noch befreundet mit Gerda Hoffmann. Ja, es passieren hier, wie gesagt, seltsame Dinge und wir erfahren hier aus ganz, ganz vielen Perspektiven halt, wie diese geschehen. Also es gibt hier sehr viele Personen, die hier zu Wort kommen und in deren Köpfe wir schleichen. Katrin Hotovets, die Autorin, hat es wirklich drauf, atmosphärische und gruselige Spannung heraufzubeschwören und sich schnell in die Geschichte hineinzufinden. Ich muss aber sagen, dass hier in diesem Band einfach zu viele Personen vorgekommen sind und dass die Hauptstory überhaupt nicht weitergekommen ist und dass die Protagonisten viel zu wenig zu Wort gekommen sind und eben dadurch ist die Hauptstory auch gar nicht vorangekommen. Wenn man jetzt so den Spannungsbogen aufzeigen müsste, der normalerweise ja so gehen sollte, und vielleicht ab und zu mal so eine kleine Stufe drin hat, aber stetig auf dem Höhepunkt zugeht, war es hier ein Zickzack auf und ab, ging aber nie richtig hoch, sondern immer nur so ein bisschen und ist dann wieder runtergefallen, weil wir eben ganz kurze, prägnante Kapitel immer aus verschiedensten Sichten haben, die spannend waren. Keine Frage. Ich bin auch immer ziemlich schnell reingekommen, aber wenn ich dann drin war, war schon wieder vorbei und das nächste Kapitel aus der nächsten Sicht der 20 Personen fing an und das hat mich wahnsinnig gestört. Und es gab immer mehr Fragen, immer mehr Rätsel und es ging gar nicht so richtig vorwärts. Es wurde zum Schluss wirklich fast alles, glaube ich, aufgeklärt und man hatte so einige Aha-Effekte. Aber ich muss sagen, das war einfach zu viel mit den Personen. Das hat mich doch gestört und da musste ich mich nachher ein bisschen durchkämpfen und da ist so die Spannung leider ein bisschen verloren gegangen. Und ich fand halt auch ein bisschen, dass die fantastischen Elemente hier ein bisschen zu sehr aufgedreht waren, wo das Ganze nicht mehr ganz glaubwürdig war. Weil ich fand, im ersten Band war die Mischung perfekt und jetzt im zweiten fand ich das ein bisschen unausgewogen und wie gesagt nicht ganz glaubwürdig. Ich liebe fantastische Elemente, aber sie müssen auch glaubwürdig eingebettet werden. Und hier fand ich es manchmal ein bisschen drüber. Ich werde die Reihe dennoch nicht aufgeben, weil ich einfach finde, dass Katrin Hotovets das einfach drauf hat. Und eben weil der erste Band für mich ein Highlight war, möchte ich ja weiterlesen und dann hoffen, dass im dritten Band nicht ganz so viele Personen vorkommen und ja, das wieder ein bisschen klarer wird, die ganze Story. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Befindet sich auch schon der dritte Band in unserer Familie und ich kann ihn mir jetzt demnächst holen und dann weiterlesen. Mal schauen, wann ich dazu greife. Das Ganze hat mich jetzt natürlich ein bisschen ernüchtert, der zweite Band. Und ja, dass ich gerade nicht mehr ganz so heiß bin, weiterzulesen. Aber ich werde es auf jeden Fall tun. Das nächste Buch habe ich euch gerade im letzten Video in einer Rezension vorgestellt. Und zwar spreche ich von Fluchbrecher, der erste Band der Eisrabenchroniken von Richard Schwarz. Ja, ich werde jetzt versuchen, nicht ganz so viel zu sagen. Es geht hier um Alexandra, die Kampfpilotin war, jetzt aber einen Unfall hatte und gelähmt ist. Aber durch ein Experiment wird ihr Bewusstsein in ein Online-Fantasy-Rollenspiel hinübergetragen. Und das Experiment gelingt erstmal und sie kann sich dort eine Existenz aufbauen und alles, was für andere Spieler eben einfach ein Spiel ist für sie jetzt Realität. Sie muss Questen erledigen, sie muss ihr Reich aufbauen, sie muss sich eine Gilde suchen, sie begegnet Feinden, bekommt aber auch Freunde und so weiter und so fort. Und ich fand die Idee genial. Ich wollte unbedingt was vom Autor lesen, war aber insgesamt ein bisschen enttäuscht, hatte aber also positive sowie negative Punkte und weiß jetzt gar nicht genau, ob ich weiterlesen soll. Was genau
mich gestört hat und was ich toll an dieser Geschichte fand, das könnt ihr ja in der Rezension mal nachschauen. Und wenn ihr, wie gesagt, nochmal hier der Aufruf, beide schon gelesen habt, weil der zweite jetzt auch rausgekommen ist, also den ersten und den zweiten gelesen habt, dann könnt ihr mir ja mal verraten, ob es sich lohnt, weiterzulesen, weil da bin ich mir einfach im Moment nicht sicher, ob ich mit der Reihe weitermachen möchte. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, bei dem bin ich so froh, dass ich endlich dazu gegriffen habe. Mir war es schon fast unangenehm, dass ich dieses Buch noch nicht gelesen habe, weil zunächst lag es sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste. Dann wurde es mir irgendwann von einem sehr, sehr lieben Zuschauer zugeschickt und dann lag es leider auch eine ganze Zeit auf meinem Sub, auf meinem Stapel ungelesener Bücher. Und jetzt habe ich es endlich von diesem Sub befreit und es ist ein gelesenes Buch. Und zwar spreche ich von Der Kinder, die von Brom. Ich habe von Brom ja schon Krampus gelesen und es hat mir sehr gut gefallen und deswegen musste ich auch unbedingt den Kinderdieb lesen. Hierbei handelt es sich ja um eine düstere Märchenadaption von Peter Pan, allerdings für Erwachsene, das muss man auf jeden Fall dazu sagen, denn es ist nicht nur düster, sondern es ist auch brutal und blutig und gewalttätig und auf jeden Fall auch deprimierend. Hier geht es eben um Peter. Und Peter ist auf der Suche nach Kindern, die Schreckliches erlebt haben und die dadurch jetzt auf der Flucht sind, die kein richtiges Zuhause mehr haben, die niemanden haben, wohin sie können. Und genau denen hilft er und bietet ihnen an, ein neues Zuhause zu bekommen und nimmt sie, wenn sie zusagen, nimmt sie mit in seine Heimat Avalon. Das ist die Insel. Und was er ihnen aber nicht sagt, ist, dass Avalon dem Untergang geweiht ist und dass er diese Kinder braucht für als Rekruten sozusagen, als Kämpfer, um dieses Reich zu retten gegen die Feinde, wer auch immer die sein mögen. Und ja, man merkt es schon, Peter Pan ist hier nicht bloß positiv dargestellt, sondern sehr, sehr düster, sehr, sehr eigensinnig und auch sehr egoistischen Merkmalen. Aber es ist nicht bloß einfach umgedreht, dass Peter Pan jetzt der Böse ist und Hook der Gute. Ja, den gibt es hier auch. Aber es ist eben nicht so, dass es einfach umgedreht wurde, sondern hier wird einfach nicht schwarz-weiß gemalt. Es gibt Grautöne. Jeder hat das Böse in sich. Darauf wird besonders Fokus gelegt, muss man wissen. Also das Gute ist zwar hier auch da, aber es wird immer unterwandert vom Bösen und man muss sagen, das überwiegt hier ein bisschen. Deswegen ist das Ganze schon sehr depressiv. Man kriegt natürlich die ganzen Kinderschicksale mit, was wirklich keine schön sind und das ist schon nicht für schwache Nerven. Und wir begleiten hier oder lernen hier Nick kennen, ich hoffe, so hieß er, der halt eben auch von Peter Pan gerettet wird und auf Avalon geführt wird und dann zu seinen wilden Jungs, zu den Teufeln gebracht wird und dort eben eine Ausbildung erstmal erfährt und zu einem Teufel werden muss. Allerdings ist er nicht so wie alle anderen sehr, sehr dankbar. Natürlich ist er dankbar, dass Peter ihn gerettet hat, aber er ist auch sehr, sehr sauer und sehr enttäuscht, dass Peter ihn getäuscht hat. Und er merkt auch, wie egoistisch Peter Pan ist und wie verblendet er ist. Und das fand ich sehr, sehr gut an Nick, an den Charakter, dass er da rebellisch war und nicht einfach Peter blind gefolgt ist wie die anderen. Das fand ich an Nick zum Beispiel sehr, sehr toll. Und auch Hook lernen wir hier kennen, der natürlich die Gegenseite von Peter Pan birgt. Und den lernen wir relativ spät kennen, aber auch den fand ich sehr interessant. Auch der hat viele gute Seiten, diesmal hier auch. Und wir lernen von Peter Pan sowie auch von Hook die Vorgeschichte auch kennen. Immer wieder gibt es Rückblicke, wo wir Peter Pan, oder hier ist es, ich glaube, von Pan ist hier gar nicht die Rede, nur von Peter, seine Kindheit kennen und wie er überhaupt zu dem geworden ist und wie er überhaupt auf die Insel Avalon gekommen ist und die Herren des Sees und die Herren von Avalon kennengelernt hat und wie er in ihren Bann gekommen ist. Ja, und es gibt eben diesen Krieg
zwischen diesen zwei Seiten. Und so möchte Peter immer mehr Kinder rekrutieren, um diesen Krieg zu gewinnen. Ob das möglich ist, ist dann die zweite Frage. Ja, ich muss sagen, wie gesagt, es war sehr, sehr düster, sehr brutal, manchmal sehr eklig, aber das kannte ich schon aus Krampus, da war ich vorgewarnt. Aber es war eben auch sehr deprimierend und manchmal hat mich das sehr runtergezogen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass hier viel auf Kampf und Strategie der Fokus gelegt wurde. Das hätte ich manchmal nicht unbedingt gebraucht. Es gab aber auch ruhigere Momente und ich hätte noch gerne noch mehr die Insel erforscht und noch mehr die Vergangenheit. Ich muss aber sagen, dass ich das Ende toll fand. Das war unkonventionell. Es war aber, das habe ich mir schon irgendwie gedacht, dass das nicht so wie üblich endet, so ein Märchen. Und damit, natürlich war es schlimm, aber es hat gepasst. Und ich fand es halt eben auch sehr, sehr gut, dass hier nicht schwarz-weiß gemalt wurde, auch wenn hier sehr, sehr das Düstere nach vorne gekehrt war. Und manchmal war es mir schon ein bisschen zu viel Brutalität und einfach zu viel. Ja, und das jetzt auch noch, das muss jetzt natürlich auch noch passieren. Und ja, aber mir hat es gefallen und es hat durchaus auch seine Magie gehabt. Aber zum Beispiel das, was von Peter immer erzählt wird, dass er so ein charmanter und einnehmender Junge ist, das ist bei mir nie angekommen. Aber wahrscheinlich, weil ich ihn auch oft aus den Augen von Nick gesehen habe. Und auch obwohl ich seine Vergangenheit miterlebt habe, ist er mir nie richtig sympathisch geworden. Aber vielleicht war es auch so gewollt. Ja, und was dieses Buch ausmacht, ist nicht nur der Inhalt, sondern auch die wunderschöne Aufmachung, denn Brom ist auch Illustrator und hat sein Buch selbst illustriert. Jedes Kapitel beginnt mit einer Illustration, die schon alleine echt ein Hingucker ist. Mal gucken, ob ich jetzt hier was finde, was ich euch zeigen kann. Alleine die Seiten, ich weiß gar nicht, warum, aber die fühlen sich so toll an, so weich und so glatt. Irgendwie ist das ganze Buch auch sehr, sehr schwer, obwohl es gar nicht so dick aussieht. Ich zeige euch jetzt einfach, das ist jetzt nicht meine Lieblingsillustration, aber um euch mal den Stil zu zeigen. Und in der Mitte gibt es sogar farbige Illustrationen, wo alle wichtigen Charaktere einmal gezeigt werden. Unter anderem natürlich Peter, aber den habt ihr ja schon vom Cover gesehen, deswegen zeige ich euch die beiden auch nochmal. Das ist die Dame vom See und der Troll. Ja, also die Illustrationen haben mir wirklich sehr gut gefallen und deswegen ist das auf jeden Fall ein kleiner Schatz. Auch wenn mich das manchmal ein bisschen runtergezogen hat und mir manchmal doch ein bisschen zu viel Schlacht war, Schlachten, Kriege und ich... Naja, ich will mich nicht wiederholen. Weiter geht's. Jetzt kommen wir schon zu meinem Lesemarathon. Ihr habt ja vielleicht mein vorletztes Video gesehen, wo ich einen Lesemarathon abgehalten habe und einfach so viel gelesen habe wie möglich in 24 Stunden. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht und ich freue mich auch sehr, dass es bei euch so gut angekommen ist. Mich haben sehr, sehr viele Kommentare erreicht, dass ich gerne noch mehr solche Videos machen soll und das hat mich sehr gefreut. Es war auch durchaus ordentlich Arbeit und ich bin ja nicht so jemand, der so viel Spaß hat am Schneiden und da musste ich so viel schneiden und so viel unterlegen, da musste ich sehr tapfer sein. Aber das Endergebnis gefällt mir auch sehr gut und überhaupt der Lesemarathon selbst, der hat mir sehr gut gefallen. Also es wird nicht der letzte gewesen sein. Und mal gucken, ob ich es mir irgendwie noch einfacher machen kann mit den Schneiden und mit den Zusammensetzen. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich möchte euch jetzt die Bücher zeigen, die ich innerhalb des Lesemarathons gelesen habe. Da war das zunächst einmal Das Herz der Nacht, habe ich innerhalb des Lesemarathons beendet, von Fabienne Siegmund. Und das war ein so zauberhaftes und besonderes Buch. Und auch im Lesemarathon habe ich euch schon sehr davon vorgeschwärmt. Erstmal überhaupt, worum geht es? Wir treffen hier auf
Matteo. Matteo ist ein Zauberer und er ist zusammen mit seiner Freundin, die Tänzerin ist. Und die beiden treten auf den Straßen von Venedig auf, um sich halt ihr ja, Brot und Unterhalt zu verdienen, was nicht immer leicht ist, aber sie sind glücklich miteinander und wie es ist. Deswegen ist es umso verstörender, dass auf einmal ihre Welt aus den Fugen gerät. Denn zunächst einmal versinkt Venedig in ewige Nacht, könnte man sagen, denn 7 Tage lang geht die Sonne nicht mehr auf, 7 Tage lang ist nur Nacht und nach den 7 Tagen ist es genau umgekehrt, denn dort ist überhaupt keine Nacht mehr, sondern nur noch Tag. Und das ist schon sehr, sehr seltsam, besonders auch, weil gerade bei dem Umschwung Anissa, also Matteos Freundin, verschwindet. Und er ist total verstört und kann sie nicht finden. Und er macht sich auf der Suche zusammen mit seinem Zauberer Karnickel und findet irgendwann eine Spur aus Schneeglöckchen, die ihn zu einem Zirkus führt. Und dieser Zirkus ist sehr, sehr seltsam. Und er findet aber dort tatsächlich seine Anissa wieder, die sich aber an ihn nicht mehr erinnern kann. Sie ist zwar sehr freundlich zu ihm, aber sie kann sich nicht erinnern und er ist am Boden zerstört. Aber sie bietet ihn an, doch zu bleiben, denn in dem Zirkus fehlt noch ein Zauberer, sagt sie, und das wäre doch perfekt. Und er bleibt natürlich, weil er bei ihr bleiben möchte und weil er hofft, dass sie sich bald wieder erinnert und dass er bald herauskriegt, was da eigentlich los ist. Denn der Zirkus scheint irgendwie von einem Zauber umgeben zu sein, den er nun brechen muss, um Anissa wieder ja, seine Erinnerung zu geben. Und er lernt die ganzen anderen Bewohner des Zirkus kennen und die sind wirklich sehr, sehr verschieden, ganz viele Facetten und jeder hat so seine Geschichte. Und ja, es war wirklich eine besondere Geschichte. Ich kann kaum in Worte fassen. Ich habe auch in meinem Lesemarathon gemerkt, dass ich mich oft wiederholt habe, immer bei den Updates und schließlich auch bei dem Fazit, dass ich gesagt habe, es wäre zauberhaft und es ist poetisch und metaphorisch und ja, aber das stimmt halt auch. Es ist wirklich so. Und besonders diese Atmosphäre und diese poetische Sprache und immer wieder diese Symbole, die für etwas stehen. Und irgendwie hatte man das Gefühl, jeder Satz war irgendwie so inhaltsschwanger. Und ja, und auch die Auflösung war wirklich sehr, sehr schön. Und man wusste auch gar nicht, konnte bei diesem Märchen auch nicht überhaupt nicht erahnen, wohin das Ganze geht. Weil okay, manches hat man vielleicht erahnt, aber vieles konnte man nicht vorher wissen. Und deswegen hat mir die Auflösung nachher wirklich gut gefallen, obwohl mich immer noch ja, einiges stört, weil ich es nicht genau weiß, was da passiert ist. Und ja, ich habe euch im Lesemarathon schon erzählt, dass ich die Autorin gerne anschreiben würde, weil ich eben diese Fragen noch habe und die mir unter den Nägeln brennen und die würde ich gerne noch wissen, weil das ist so das Einzige, was mich irgendwie von einem guten Gefühl abhält oder von einem ausschließlich guten Gefühl. Und man muss auf jeden Fall sagen, es ist eine sehr ruhige Geschichte. Also Action gibt es hier kaum. Es gibt immer wieder, gerade die Vorstellungen sind auf jeden Fall sehr opulent, was die Bildzeichnung angeht. Also was für Bilder Fabienne Siegmund hier raufbeschwören. Das ist auf jeden Fall bildgewaltig, könnte man schon irgendwie sagen. Und so fantasievoll, also so viele tolle Ideen stecken hier drin. Aber es ist eher ein ruhiges, melancholisches Buch. Melancholisch, das muss ich auch noch mal sagen. Ja, also nicht für jeden etwas, aber ich habe von Fabienne Siegmund, wie gesagt, schon etwas mehr gelesen und ich merke, dass ich ihren Schreibstil einfach sehr mag und dass ich unbedingt mehr von ihr lesen möchte. Und ich hatte schon mal Kontakt mit ihr, glaube ich, über Facebook, weil ich glaube, zu dem Karussellkönig habe ich sie mal etwas gefragt, weil ich eben da auch etwas gerne wissen wollte. Weil sie eben her halt sehr, sehr symbolisch und poetisch schreibt. Und da wollte ich auch etwas wissen, was bedeutet. Und da hat sie mir geantwortet. Deswegen bin ich guter Dinge, dass sie mir hier auch antwortet. Aber ich habe es immer noch nicht getan. Ich wollte euch irgendwie im Lesemonat jetzt berichten, was sie geantwortet hat. Ja, Schande auf meine Haut, ich habe es noch nicht getan. Ich muss es jetzt tun, damit mir die Fragen nicht entgleiten. Aber insgesamt wirklich ein Highlight im Lesemonat Februar. Ja, als nächstes kommt leider ein Flop.
Was ich gar nicht gedacht hätte, weil ich dachte, das wäre auch etwas Besonderes. Und zwar ist das Silvester und der Gespenster Doktor von Nicolas Cornelius. Alleine schon das Cover finde ich sehr, sehr besonders. Es handelt sich hierbei um ein Kinderbuch und zwar um eine Gespenstergeschichte. Und auch der Verlag, der sagt mir gar nichts. Sanssouci, weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Hier, so schreibt er sich. Naja, auf jeden Fall hat mich die Optik auf jeden Fall angesprochen. Es sieht sehr schaurig aus, aber trotzdem irgendwie sehr künstlerisch. Und natürlich wusste ich, dass es sich hierbei um ein Kinderbuch handelt. Und zwar, ich glaube, ab 8 oder ab 10 Jahren ist es empfohlen. Jedenfalls treffen wir hier eben auf den Waisenjungen Silvester, der aus dem Waisenhaus ausbricht und in ein schlimmes Gewitter gerät und er irgendwann in einer kleinen Hütte Schutz sucht und da trifft er auf den Gespensterdoktor. Und dort merkt er überhaupt erst, dass es Gespenster gibt und dass Gespenster sogar krank werden können. Und dafür ist der Gespensterdoktor da, der behandelt diese nämlich. Und wie es das Schicksal so will, sucht der Gespensterdoktor auch gerade einen Lehrling, weil er scheinbar auch krank ist. Er sucht zwar immer noch und forscht nach einem Heilmittel, aber er weiß nicht, ob er das noch rechtzeitig findet. Und er wird natürlich auch gesucht, also der Junge Silvester wird immer noch gesucht von dem bösen Direktor des Waisenhauses und auch noch andere Gefahren stehen den beiden bevor. Das Ganze hört sich wirklich toll an, aber ich weiß nicht, der Humor hat mich leider nicht erreicht. Also den Humor konnte ich hier nicht fassen. Vielleicht bin ich einfach nicht die Zielgruppe und deswegen hat das Ganze nicht gezündet. Also es war sehr umgangssprachlich, aber ja, der Humor zündete nicht. Ich mochte den Schreibstil, wie gesagt, auch nicht. Und ich fand, es war zu sehr gewollt komisch und auch zu sehr gewollt skurril. Also es ist hier irgendwas vorgekommen, was hat mich, also es war irgendwie nicht glaubhaft und das fand ich sehr, sehr schade. Und auch das Ende fand ich blöd. Und ich musste mich hier sehr durchquälen, obwohl das wirklich sehr groß geschrieben ist und auch nur 270 Seiten hatte. Schade, wirklich sehr, sehr schade. Auch wenn, also was man nochmal positiv erwähnen muss, ist, dass es hier tatsächlich auch schaurige Szenen gab, die ich wirklich schön schaurig fand. Und den Gespensterdoktor als Charakter fand ich wirklich sehr schön schrullig und den habe ich gemocht. Ja, um nicht nur zu meckern. Aber das Buch wird leider ausziehen dürfen. Als nächstes kommt aber wieder ein Highlight und zwar ist es wieder eine sehr, sehr fabelhafte und wortgewandte Geschichte. Und zwar dreht es sich hier um den Wortschatz von Elias Vorpahl. Und es ist ein Self-Publisher. Es ist wirklich nur eine kurze Geschichte. Ich glaube, 170 Seiten oder so. Ja, knapp 170 Seiten. Und es ist auch illustriert. Das ist also ein kleines Schätzchen. Und hier wird ein Wort personalisiert, personifiziert, so ist das richtig. Denn das Wort, das wir hier treffen, hat seinen Sinn verloren. Es weiß nicht mehr, wie es heißt. Und deswegen macht es sich auf die Reise, um seinen Sinn wiederzufinden, um seinen Lebenssinn, um eben auch seine Bedeutung wiederzufinden. Und dabei entstehen natürlich so unglaublich viele Wortwitze und das hat mir hier an diesem Buch am meisten gefallen, glaube ich. Und da möchte ich euch einmal alleine schon den ersten Satz oder die ersten Sätze vorlesen. Da hatte mich das Buch im Grunde schon. Also nicht der Prolog, sondern aus dem ersten Kapitel. Das Wort erwachte. Sein kleiner Buchstabe fühlte sich ganz taub an. Er zog die Decke zur Seite und streckte sich ein paar Mal, bis die Müdigkeit aus seinen beiden Silben wich. Ja, also das fand ich so toll, dass mit Silben gespielt wird, dass mit Buchstaben, ne, sein kleiner Buchstabe tat weh oder was weiß ich. Und das fand ich wirklich, wirklich schön. Es gab hier sehr, sehr viele Wortspiele, was mich eben auch so ein bisschen an Walter Mörs Die Stadt der träumenden Bücher erinnert hat. Eben diese Wortspiele, alles was mit Lesen und Schreiben und Büchern zu tun hat. Und da es sehr, sehr skurril war, es gab hier zum Beispiel auch eine kleine Teeparty, hat es mich auch so ein bisschen an Alice im Wunderland erinnert, weil es halt hier skurrile und lustige Ideen hatte. Und letztendlich hat es mich noch zusätzlich an den kleinen Prinzen erinnert, weil es eben auch sehr philosophisch war und auch der Schreibstil manchmal sehr philosophisch war.
Und das fand ich auch gut, aber manchmal war es mir ein bisschen Ticken zu philosophisch, wo ich nicht mehr ganz hinterhergekommen bin und manchmal nicht ganz genau wusste, ob ich jetzt da richtig hintergestiegen bin. Aber ich glaube auch, wie das eben so mit Geschichten ist, dass jeder irgendwie selbst etwas herausziehen kann. Die Illustrationen sind wirklich sehr gelungen. Hier zum Beispiel, da werden eben die ersten Buchstaben illustriert und das hat mir gut gefallen. Es gibt aber auch zwischendrin so kleine. Leider habe ich mich zwischenzeitlich gespoilert und ich ärgere mich so sehr, dass das mir passiert ist. Ich habe, glaube ich, beim Durchgucken, wie viele Seiten ich noch habe oder wie viele Seiten das Buch hat, habe ich hinten gelesen, wie das Wort heißt, wie tatsächlich die Lösung des Ganzen ist. Und das ärgert mich wirklich, weil ich hätte gerne diesen Aha-Effekt gehabt. Man bekommt immer so kleine Bröckchen hingeworfen, wie zum Beispiel gleich am Anfang, dass das Wort zwei Silben hat und nachher irgendwann auch das Geschlecht erfährt man von dem Wort. Also man erfährt schon so kleine Hints, aber ich glaube, so ganz erraten könnte man es vielleicht nicht unbedingt. Ich weiß es nicht. Ja, mir wurde das ja verwehrt, weil ich mich ja unbedingt spoilern musste. Aber es macht total Sinn. Und das finde ich immer schön, wenn es hintenrum Sinn macht. Aber wie gesagt, manches hat für mich auch keinen Sinn gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass hier ein paar Mal zu oft um die Ecke gedacht wird oder ich zu oft um die Ecke denken musste und manchmal nicht ganz mitgekommen bin. Vielleicht muss man es nochmal lesen, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, die Wortspiele alleine schon haben mir hier sehr gut gefallen. Das ist wirklich ein kleines Schätzchen, wie ja, der Titel schon sagt, und ich kann es wirklich nur empfehlen. Und es gibt sogar noch eine kleine Website, wo man ja, selber Geschichten aus der Welt der Sprache hinschicken kann und dafür sagen kann, dass eine Welt lebendig bleibt. Ja, also eine wirklich niedliche Idee. Und jetzt kommt auch noch mal ein Buch, was wirklich eine tolle Idee besitzt. Und ich habe es euch jetzt schon zweimal in die Kamera gehalten, glaube ich. Und zwar ist das der Atlas literarischer Orte von Wunderland bis Mittelerde. Ja, das habe ich mir relativ spontan auf der Arbeit gekauft und weil ich einfach die Idee einfach so toll fand und auch die Aufmachung. Ich glaube, dass die Illustrationen nicht jeden ansprechen, aber sie sind speziell und mich haben sie angesprochen. Hierbei handelt es sich eben um einen Atlas oder aber auch um einen Reiseführer, der uns durch unsere Lieblingsorte in der Fantasy, hauptsächlich in der Fantasy, aber auch in anderen literarischen Werken bringt, uns erzählt, wie man dorthin kommt, was die Besonderheiten sind und ja, wie die Sehenswürdigkeiten sind und viele wissenswerte Details noch einbringt. Ja, es sind wirklich im Grunde alle klassischen Fantasy-Welten enthalten. Im Inhaltsverzeichnis hatte ich kurz bevor ich es mir gekauft habe, durchgeguckt und habe gesehen, dass ich viele dieser Welten kenne und viele auch schon gelesen habe. Und zwar ist da drin zum Beispiel Nimmerland, Wunderland, Panem, Phantasien, Hogwarts, Narnia, Mittelerde, auch Westeros und so fort und so weiter und so fort. Aber es sind auch moderne Orte hier drin, also nicht fantastische, sowas wie Jefferson Park aus Margo Spuren ist das, glaube ich, oder Gotham City ist hier zum Beispiel auch drin, Villa Kunterbunt von Pippi Langstrumpf und Sussex, Devonshire und London, ich glaube, das gehört zu Verstand und Gefühl, ja. Von Jane Austen. Ja, also wir befinden uns hier nicht nur in der Fantasy hauptsächlich, aber eben auch in Dystopien, in Klassikern und in modernen Jugendbüchern. Also irgendwie alles dabei. Und wie ist das aufgebaut, das Ganze? Wir haben immer zu jeder Welt, zu jedem Ort haben wir zwei Doppelseiten. Und die erste Doppelseite besteht einmal aus einer Karte, das gehört ja nun mal zu einem Atlas. Und zwar ist die Karte auch immer eine ganze Seite. Hier haben wir zum Beispiel Nimmerland. Also hier einmal die Karte immer in Rot und Blau gehalten und immer sind die Orte mit solchen Fähnchen halt markiert. Und so eine kleine Einleitung bekommen wir auch, was eben diese Welt so ausmacht. Und auf den nächsten Seiten befinden sich dann wahlweise hier einmal ist es bei Nimmerland die Bewohner von Nimmerland, die Anreise.
Sehenswürdigkeiten und hier in Rot sind dann immer noch so Besonderheiten von dieser Welt, besondere Details nochmal aufgeführt. Ja, also insgesamt eine wirklich tolle Idee und es hat auch Spaß gemacht, in diese Welten entweder wieder und neu zu entdecken oder eben wirklich Lust zu bekommen, diese Welten zu entdecken, die man noch gar nicht kennt. Aber ich muss insgesamt sagen, dass ich das Konzept nicht gut durchdacht finde. Denn zum einen finde ich es irgendwie ein bisschen seltsam, wie das Ganze zusammenpasst. Denn wir haben hier eben, wie ich schon gesagt habe, nicht nur fantastische Welten, sondern auch andere dabei. Und ich verstehe die Auswahl nicht. Und da finde ich, hätte ein Vorwort vom Autor ganz gut getan, mal zu erzählen, warum hat er gerade diese Welten ausgewählt. Na klar, bei einigen ist das klar, wie Wunderland und Nimmerland und Narnia und Mittelerde. Die sind vielleicht klar, aber warum gerade Verstand und Gefühl? Und warum gerade Margot Spuren von John Green? Also das habe ich nicht ganz verstanden, wie denn auf einmal diese modernen Sachen hier besonders halt diese modernen hier reingepasst haben. Auch wenn ich das auch cool fand, fand ich es aber seltsam. Und auch die Aufteilung habe ich nicht ganz verstanden. Warum gerade diese Anordnung? Weil es ist weder nach Alphabet sortiert, noch irgendwie sinngemäß. Es ist zwar sortiert, und zwar einmal nach fern und einige nah. Aber finde ich sinnvoll, finde ich das nicht. Weil nah ist hier zum Beispiel auch Gotham City und Camp Half-Blood. Und dann habe ich erst gedacht, ja gut, dann hat es vielleicht damit zu tun, dass es in unserer Welt spielt. Aber Hogwarts ist zum Beispiel auch in fern einsortiert. Und ja, also die Sortierung habe ich zunächst einmal überhaupt nicht verstanden und eben auch nicht die Auswahl, warum der Autor gerade diese genommen hat, weil hier einige Unbekannte halt auch einfach dabei sind oder Unbekanntere. Und manche Orte fand ich halt auch wirklich nicht so bestaunenswert, wie eben aus Verstand und Gefühl. Mögen vielleicht andere anders sehen, aber den Ort fand ich jetzt nicht so besonders zu bereisen. Ja, also wenn, dann hätte er entweder noch mehr reinpacken müssen oder aber die Auswahl erklären müssen. Und dann fand ich eben das Konzept nicht durchdacht, denn ich fand es ein bisschen, den Schreibstil fand ich gewöhnungsbedürftig, denn hier wurden sehr, sehr lange Sätze eingebracht, mit sehr vielen Nebensätzen, mit Gedankenstrichen, mit Klammern. Das sollte lustig sein und manchmal fand ich es auch amüsant, aber manchmal habe ich total den Faden verloren, weil, wie gesagt, so viel dazwischen geschoben wurde und so viele Nebensätze waren. Das fand ich ein bisschen konfus und ich fand auch eben die nachher die Texte auf der zweiten Doppelseite waren alle so uneinheitlich. Da hätte ich tatsächlich ein Konzept gemacht, immer die Anreise, immer Sehenswürdigkeiten und immer so und so Details. Also das war mir ein bisschen zu willkürlich und bei den bekannten Sachen, da war vieles, also nichts neu, kein neuer Reiz für mich dabei. Da hätte man vielleicht noch lustigere Details mit einbauen können. Und ich finde auch, wo kann ich das denn hier mal zeigen? Es gibt zum Beispiel Sätze, die besonders groß gedruckt sind. Und ich dachte erst, hierbei handelt es sich um Zitate oder irgendwas Besonderes. Aber nein, im Grunde wird der Text einfach fortgesetzt und die Schrift ist groß gedruckt. Und dabei ist das nicht unbedingt irgendwas Besonderes. Das fand ich schade. Und das Rote hier unten, das war auch immer irgendwas anderes. Also ich fand, das war so wischiwaschi. Irgendwie war das Konzept eine tolle Idee, aber nicht richtig durchdacht. Und ja, irgendwie kam es nicht so richtig bei mir an. Was ich schade finde, weil ich die Idee so cool finde und einiges hier auch wirklich klasse fand. Auch die Karten, wie gesagt, und einiges am Schreibstil. Manchmal hat mich der Humor wirklich getroffen und einiges hat mich wirklich neugierig gemacht auf ein Werk, aber es war einfach nicht richtig durchdacht. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob euch das ähnlich geht, wenn ihr dieses Werk überhaupt kennt oder ob ihr meine Kritikpunkte auch verstehen könnt.
und ja, ob euch dieses Chaos ja vielleicht auch gerade gefällt, dass es alles so willkürlich ist. Natürlich, man muss immer auf die Besonderheiten der Welt eingehen, und wenn manchmal bei der Anreise nicht zu viel zu sagen ist, dann wird das vielleicht weggelassen und so. Aber ich finde, man hätte schon ein Konzept reinbringen können, dass es irgendwie ein bisschen besser rüberkommt und auch ein bisschen amüsanter und unterhaltsamer. So fand ich es ja manchmal leider auch ein bisschen stockend und ja, hat mir nicht so viel mehr gegeben, muss ich leider sagen. Jetzt kommen wir zu einem Buch, was ich euch schon mal gezeigt habe. Und zwar ist das hier diese Sammlerausgabe von E.T.A. Hoffmanns Werken. Es sind jetzt nicht alle Werke drin, und hierfür, hier lese ich ja einige Werke für die Uni, und da habe ich jetzt auch wieder neue gelesen. Ich muss mal eben gucken, welche das waren, weil ich ja letzten Monat auch schon welche gelesen habe. Das war zum einen Das steinerne Herz, Das öde Haus und Don Juan. Genau, die drei habe ich jetzt im Februar gelesen, und ich muss sagen, dass mir Don Juan überhaupt nicht gefallen hat. Das war mir viel zu viel Monolog und viel zu viel Geschwafel leider. Und Das steinerne Herz fand ich auch nicht so richtig pralle, aber Das öde Haus hat mir ganz gut gefallen. Und da hat mich auch so ein bisschen den Grusel und den Schauer bemerkt, und da war auch für mich das am unterhaltsamsten. Ja, es handelt sich ja halt bei E.T.A. Hoffmanns Werken meistens um Schauerliteratur, und da habe ich, wie gesagt, beim öden Haus das am meisten gemerkt und mich am meisten unterhalten gefühlt. Ja, und jetzt kommen wir noch zu einem Reread, beziehungsweise einem Buch, was ich jetzt nochmal gehört habe. Und zwar ist das Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs. Ich habe es euch ja in meinem Video schon angekündigt, indem ich euch alle Bücher gezeigt habe, die ich in der nächsten Zeit unbedingt nochmal erfahren, nochmal lesen möchte. Und da war eben hier Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs auch dabei. Und ich habe es als Hörbuch gehört, gelesen von Dirk Bach. Ich habe ja auch schon die anderen Werke von Dirk Bach gelesen, gehört, und bin wirklich begeistert, wie er das umsetzt. Aber zum wirklichen Zamonien- und Walter Mörs-Erlebnis gehören natürlich auch die Illustration und die Aufmachung des Buches. Deswegen habe ich parallel immer wieder die Illustrationen mir dazu angeschaut, und das Schriftbild ist ja auch immer besonders, und da habe ich dann immer weitergeblättert, bis ich zu dem Punkt kam, bis wohin ich schon gehört habe. Ja, also es hat mir wieder wirklich gut gefallen. Hier geht es ja um Hildegunst von Mythenmetz, einen Lindwurm, der seinen Dichtpaten verliert. Der stirbt leider, aber er hinterlässt ihm ein Manuskript und sagt ihm, dass es das Schönste und Beste ist, was er jemals gelesen hat, und das vermacht er ihn. Und Hildegunst, der eben auch als Schriftsteller ausgebildet wurde, ist auch total hin und weg von diesem Brief, und er möchte unbedingt den Autor kennenlernen, und er versucht es in Buchheim, denn Buchheim ist die Stadt der Bücher, und da möchte er die Spur aufnehmen, und er wandert dorthin und erlebt dort seine Abenteuer über und unter Lande, also in der Stadt Buchheim selbst und unter Buchheim in den Katakomben. Ja, es war wieder wirklich total verrückt, wortgewandt und lustig und schön, wieder in diese Welt einzutauchen. Ich weiß aber nicht, ob ich das Labyrinth der träumenden Bücher jetzt irgendwann nochmal ranhängen werde, weil das hat mir ja auch eh nicht so richtig gut gefallen, und da es so einen großen Cliffhanger hat und der dritte ja jetzt nun so lange schon auf sich warten lässt, weiß ich, ob ich das unbedingt hören möchte jetzt in nächster Zeit. Deswegen kann ich mir eher vorstellen, dass ich dann zu einem anderen Buch oder Hörbuch greifen werde. Und zu guter Letzt möchte ich noch eine Geschichte euch in die Kamera halten, die ich gerade dann noch angefangen habe, und zwar auch im Lesemarathon. Ich habe den jetzt auch schon ein bisschen weiter gelesen, und zwar ist das Never Night von Jay Kristoff, der erste Teil, Die Prüfung. Hierbei handelt es sich um High- oder Dark Fantasy.
Und ich habe das auch schon längere Zeit auf meinem Sub liegen und so viele schwärmen davon, dass es so ein Highlight sein soll und so toll sein soll und die Protagonistin so stark und badass sein soll und die Welt toll ausgearbeitet sein soll und so weiter und so fort. Hier geht es um Mia Corvere, die Rache ausüben möchte an den Männern, die ihre Familie zerstört haben. Dafür lässt sie sich zur Assassinen ausbilden und dafür geht sie in einen bestimmten Orden, wo sie sich eben ausbilden lässt. Und ja, mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen, weil im Februar habe ich auch nur die ersten 60 Seiten gelesen und jetzt bin ich auch erst auf Seite 200 oder so und deswegen kann ich noch gar nicht viel sagen und möchte dann erst im Lesemonat März dann dazu mehr sagen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ob es mich genauso von den Socken haut wie viele andere und ja, mehr möchte ich aber wirklich noch nicht sagen. Das war es von meinem Lesemonat, der wirklich sehr erfolgreich war und ich bin wirklich sehr zufrieden mit den Büchern, die ich entdecken konnte. Ich hoffe, es geht so weiter in diesem Jahr. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr so entdeckt habt. Was war euer Flop und was war euer Top-Buch des Monats Februar? Das könnt ihr mir ja mal schreiben. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und natürlich könnt ihr mir auch immer eure Meinung zu den Büchern sagen, die ich hier in dem Video vorgestellt habe. Jetzt wünsche ich euch noch einen schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.